Die Aktienmärkte zeigen heute eine laue, eher leichte Erholung nach dem gestrigen Abverkauf, aber wir haben heute Daten bekommen, die eines bestätigen. Wir sind bereits in einer Stagflation, das heißt, wir haben nach wie vor Inflationsdruck auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Stagnation bzw. Kontraktion der Wirtschaft, und das ist kein so wirklich tolles Ding, auch für die Aktienmärkte perspektivisch, aber wir waren schlichtweg zu stark überverkauft im kurzen Zeitfenster, wie es seit Anfang des Jahres nicht mehr. Dementsprechend nicht so fürchterlich erstaunlich, dass da jetzt mal ein bisschen wieder eine technische Reaktion nach oben kommt, wie ich sie bereits heute im Videoausblick wahrscheinlich skizziert hatte. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Diese Erholung wird angeführt von Nasdaq 100, also von den Tech-Werten, die gestern ja besonders unter Druck gewesen sind. Apple, ne? Nvidia, Google, Amazon, das sind heute die Gewinner. Auffallend Dow Jones, der gestern wenigstens verloren hat, auch heute am wenigstens stark von den drei großen Indizes, und der Russell 2000, also diese Small Caps, die die Wirtschaft der USA abbilden, heute keine Erholung, praktisch nicht verändert. Also wir sehen, da ist nach wie vor in irgendeiner Form Schwäche in diesen Märkten, und wir sehen hier mal den Nasdaq 100 mit dieser Schulterkopf-Schulterformation, mit einer gewiss hängenden Schulter nach oben rechts, keine Frage, Nackenlinie, und jetzt hier so ein kleiner Doppelboden, der an einer wichtigen Unterstützung erfolgt ist. Knapp unter der Marke von 14.700 Punkten. Aber wir sind noch nicht mal an der Nackenlinie angelangt. Mal sehen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Das technische Bild ist eingetrübt und daran hat sich bisher heute dann auch nicht wirklich viel geändert. Und das langfristige Bild, das dürfte sich noch deutlicher eintrüben, denn wir haben heute die Einkaufsmanager-Indizes aus Europa und den USA bekommen und die sind sehr aufschlussreich. Die Zahlen zeigen, verarbeitendes Gewerbe hat sich leicht erholt in den USA, 48,9, aber nach wie vor Schrumpfung, alles unter 50 ist ja Schrumpfung, und wir sehen dann Dienstleistungen weiter abgekühlt, 50,2, nur noch praktisch Stagnation, könnte man sagen, ganz leichte Expansion, aber das Entscheidende, das sind die Details hier in diesem Einkaufsmanager-Index. Hier heißt es, der Kostendruck ist weiter gestiegen, vor allem die Inputpreise sind weiter gestiegen, und die Firmen haben versucht, diese gestiegenen Kosten an die Konsumenten weiterzugeben. Das ist ein Stück weit aber nur noch gelungen, denn die Nachfrage der Konsumenten hat deutlich nachgelassen. Die Neuaufträge, die wir hier sehen bei diesen Einkaufsmanager-Indizes, deutlich abgekühlt, deutlich schwach. Das heißt, wir haben eine nachlassende Ordertätigkeit, nachlassende Aufträge und auf der anderen Seite aber weiter steigende Kosten für die Firmen. Jetzt haben die Firmen versucht, diese Preise weiterzugeben, aber das geht nicht mehr so richtig, weil der Konsument nicht mehr so richtig will oder kann. Und das bedeutet nichts anderes, dass die Margen geringer werden, die Gewinnmargen für die Unternehmen geringer werden. Und wenn die Gewinnmargen für die Unternehmen geringer werden, dann ist das natürlich eine Frage der Bewertung, die wir derzeit vor allem in den USA an den Aktienmärkten sehen. Also das ist die große Krux, die wir hier sehen, und ganz ähnlich in Europa. Hier heißt es von S&P Global, die diese Daten erheben, während sich der Anstieg der Einkaufspreise beschleunigte, also auch hier höhere Kosten für die Unternehmen, verlangsamte er sich bei den Verkaufspreisen. Also hier können die Unternehmen wieder nicht die Preise so weitergeben, wie sie das in den Hochzeiten der Inflation nach Corona machen konnten. Da konnte man ja ganz entspannt mal richtig reinhauen. Die Einkaufspreise legten schneller zu als in den drei Vormonaten. Die Rate lag jedoch deutlich unter dem Durchschnittswert der zurückliegenden drei Jahre. Also, ja, das ist nicht mehr jetzt dieses massiv inflationäre Umfeld, klar, mit Inflationsraten von 9% und so weiter. Das ist nicht mehr der Fall, aber auch hier Preistreiber war hier der Service-Sektor, wo die Lohn- und Kraftstoffkosten kräftig stiegen. In der Industrie dagegen sanken die Einkaufspreise den siebten Monat in Folge. Also, derzeit ja, oder entscheidend ist ja Service übergeordnet, was jetzt den Gesamteinteil der Wirtschaft betrifft, ist derzeit viel größer als Industrie, aber Industrie ist ein Frühindikator. Wenn es in der Industrie nicht läuft, dann wird früher oder später eben auch der Service-Sektor ein Problem bekommen. Aber hier sehen wir einen solchen Titel, Global Stagflation, US EU PMI Signal Slowing Growth, Rising Prices. Also diese toxische, diese giftige Mischung, dass also die Unternehmen weiter steigende Preise haben, die Konsumenten aber nicht mehr können oder wollen, und dann eben dieser Druck auf die Margen entsteht. Hier haben wir heute ja die deutschen Einkaufsmanager-Indizes gesehen. Hier sehen wir
Gewerbe ist jetzt bei 39,8 gestiegen von 39,5. Alles unter 50 heißt Schrumpfung. Das heißt, wir sind auch wieder zum Vormonat im Gewerbebereich deutlich geschrumpft, nur eben nicht mit der mit einer ganz ähnlichen Geschwindigkeit, leicht abgemilderten Geschwindigkeit geschrumpft. Und wir sehen die Dienstleistungen, die haben sich etwas erholt. 49,8, also praktisch Stagnation mehr oder weniger zum Vormonat. Ganz schwach waren unten, was Sie hier sehen, die Daten aus Frankreich, deutlich unter der Erwartungen, sowohl was Dienstleistungen als auch was Gewerbe betrifft. Also da ist ein Problemchen vorhanden. Und das wiederum, nämlich diese tendenziell schwachen Daten zu den Einkaufsmanager-Indizes aus Europa, und außer die USA. Die haben dafür gesorgt, dass daran die Renditen gefallen sind, vor allem dann mit dem Einkaufsmanager-Index aus den USA 1545. Naja, gefallen, sie sind ein bisschen zurückgekommen, 4,44 aktuell der Stand. Wir waren ja heute Morgen schon über der Marke von 4,50, die auch ein wichtiger Widerstand ist. Und natürlich, das hilft an den Tech-Werten, nachgebende Renditen sind gut für die Tech-Werte. Und jetzt ist eben nur die Frage, was kriegen wir denn für ein Landing, ein Soft-Landing oder ein ziemlich hartes Landing? Und Janet Yellen hat ja gesagt, wir sind auf einem sehr guten Weg zu einer weichen Landung. Der Jerome, in dem ist es ja rausgerutscht, dass er gesagt hat, ist nicht mein Baseline-Szenario, also nicht meine Grundannahme, meine wahrscheinlichste Annahme, dass wir eine weiche Landung sehen. Also der Jerome, der beginnt etwas zu begreifen, und wir sehen auch, dass bei den Credit Markets, nämlich den Unternehmensanleihen, Investment Grade, also Unternehmensanleihen mit besserer Bonität, sehen wir, dass jetzt die Yields steigen, nämlich auf das höchste Niveau seit November. Damit sind wir jetzt fast auf den Hochsee seit dem Jahr 2009. Also diese gestiegenen Kosten, die werden langsam auch als Risiko bei den Unternehmensanleihenmärkten wahrgenommen, denn wenn die Marge nicht mehr erzielt werden kann, dann wird natürlich auch eine Schuldenemission wie eine solche Anleihe ein bisschen riskanter für die Investoren. Also fordern sie höhere Risikoaufschläge. Gleichwohl geht alles in Bonds, wie wir in der Umfrage der Bank of America sehen, vorwiegend Staatsanleihen. Hier sehen wir, Bonds wurden stark gekauft, Healthcare wurde stark gekauft, Utilities wurde stark gekauft, also alles sehr, sehr defensiv. Diese Sektoren, Cash wurde etwas zugelegt, aus Equities und REITs ist man, also Immobilien ist man rausgegangen, aber das ist natürlich jetzt der Punkt, die Investoren kaufen Anleihen. Das heißt, die spekulieren dann im Endeffekt auf weiter steigende Kurse von Anleihen, aber wenn die Renditen steigen, dann fallen die Anleihekurse und umgekehrt, und die Anleihekurse sind ja massiv gefallen, weswegen die Renditen so hoch sind. Also das könnte schmerzhaft werden, wenn die ganze Geschichte schiefläuft, zumal die Fed ja in Gestalt von Jerome Powell gesagt hat, wir machen quantitative Tightening, selbst wenn wir irgendwann die Zinsen senken, also wir werden die Liquidität entziehen. Und jetzt hat heute Mickey Bowman gesagt, ja, also I continue to expect that further rate hikes, also Plural, dass weitere Zinsanhebungen, und da sind wir dann im Mindesten, wenn man von Plural spricht, zwei, ne, mehr als eins auf jeden Fall. Also die dürfte wahrscheinlich ganz am hawkischen Ende neben vielleicht Ballard, James Ballard sein. Aber die sagt, wir müssen, faktisch sagt sie, wir müssen also mindestens zweimal die Zinsen anheben. Und das ist genau der Grund, warum Bank of America's Michael Hartnett sagt, erstens, wir stellen fest, dass so viel Geld aus den Aktienmärkten abgeflossen ist in der letzten Woche wie seit oder jüngst jetzt wie noch nicht in diesem Jahr aufgrund der Angst vor hohen Zinsen. Und er sagt, diese Angst vor hohen Zinsen und der Dauerhaftigkeit dieser hohen Zinsen, die erhöht eben die Wahrscheinlichkeit einer harten Landung, weswegen Investoren ihre Gelder abziehen, während gleichzeitig von derselben Bank Frau Subramanian noch kürzlich gesagt hatte, don't worry, be happy, everything will be fine, wunderbar. Also man sieht, innerhalb einer Institution, einer Bank, gibt es völlig konträre Auffassungen, wie die ganze Geschichte läuft. Und konträr ist auch das, was wir jetzt interessanterweise sehen in den USA in Sachen Streiks, Automobilmitarbeiter. Und zwar scheint man sich damit Ford geeinigt zu haben seitens der Gewerkschaften, aber nicht mit Stellantis und GM. Deswegen wird bei Stellantis und General Motors der Streik jetzt ausgeweitet, aber nicht bei Ford, interessanterweise. Und was bedeutet das eigentlich? Jetzt habe ich hier keine amerikanische Statistik gefunden, aber mehr mal österreichische Freunde, ne, die haben wahnsinnige Statistiken, was die da
Teilweise entdecken ist wunderbar, kann man nur sagen, super, habt ihr es gut gemacht. Und schauen Sie mal her, da haben wir von der Agenda Austria haben wir folgende Daten. Also laut EZB-Schätzung würden, wenn die Löhne um 10% steigen, die Inflation um 2,3% steigen. Und dann gibt es noch die ÖNB, also die österreichische Notenbank, die sagt sogar 3% würden die steigen. Und laut BIS, also das ist die Notenbank der Notenbanken, da ist man zwischen 2 und 4%, also wir sehen diese Lohnsteigerungen, die jetzt der Fall sind, die Preis-Lohn-Spirale, die Arbeitnehmer reagieren auf die gestiegenen Preise, fordern höhere Löhne, das erzeugt dieses stagflationäre Szenario für die Unternehmen, steigen die Energiekosten und die Personalkosten, gleichzeitig werden viele andere Konsumenten schwächer können, nicht mehr so nachfragen wie bisher, weswegen die Unternehmen dann wiederum die Preise nicht so stark anheben können, weswegen die Margen sinken. Sie kennen diesen Text von mir bereits, also das ist dieser Zusammenhang. Jetzt scheint immer wahrscheinlicher, dass der Government Shutdown kommt. Die Republikaner in sich können sich nicht mal einigen, geschweige denn mit den Demokraten. Also das dürfte ab 1. Oktober einen Government Shutdown geben. Und praktischerweise hat jetzt das Finanzministerium in den USA gesagt, oh, wir könnten ja 2024 dann anfangen, unsere eigenen Bonds zu kaufen, unsere eigenen Staatsanleihen zu kaufen. Geht aber nicht, wenn der Government Shutdown ist, aber 2024 ist er noch ein bisschen hin. Also das ist Quantitative Easing, diesmal nicht durch die Notenbank, sondern durch das Finanzministerium. Das könnte die nächste Dimension werden insgesamt. Aber wenn wir uns jetzt mal das sogenannte Median Term Premium anschauen, also das ist die Differenz, der Spread zwischen der 10-jährigen Anleiherendite und den Leitzinsen der Fed, dann haben wir durchschnittlich 1,3%. Derzeit sind wir da noch deutlich im Minus. Das heißt, im Grunde müssten die Renditen hier für die Staatsanleihen noch weiter steigen, für die 10-jährige US-Staatsanleihe also weiter steigen, damit das in einem historischen Durchschnittsvolumen funktionieren würde. Kommen wir abschließend, meine Damen und Herren, noch zu den Aktienmärkten. Wird sich dieses saisonale Pattern durchsetzen? Also irgendwie so Oktober bis sogar November vielleicht seitwärts bis leicht nach unten, wie Lance Roberts hier mal mutmaßt. Ryan Dedrick, der ein Permabulle ist, sagt er, naja, guck doch mal, in den letzten 9 von 10 Malen haben wir dann, wenn praktisch wir mindestens 1% im August gefallen sind, haben wir dann tolle Anstiege gesehen. Ne? Ein bisschen Hokuspokus, aber jeder braucht halt die Statistiken, die er braucht. Aber schauen wir uns einmal hier. Wir haben jetzt schon, wenn wir bei Statistiken sind, seit 1950 haben wir jetzt 125 Pullbacks gesehen von 5%. Haben wir jetzt diesmal auch gesehen. In 60% der Fälle werden dann neue Hochs erreicht. Aber wenn dieser Pullback sich fortsetzt von 5% auf -10%, dann ist in 60% der Fälle geht es sogar noch weiter nach unten, nämlich um 15% nach unten. Und wir haben ja gesehen, Geld ist teuer, die Bewertungen sind teilweise gerade bei den großen Tech-Aktien sehr, sehr hoch. Viele andere Aktien sind ja verprügelt worden. Aber die großen Tech-Aktien ziehen eben den Durchschnitt so stark nach oben. Also wenn da jetzt kein Change kommt durch die Fed, kein Shift kommt, dann wird das Ganze sehr, sehr schwierig. Und was sozusagen dieser Change mit den Zinsen schon ausgelöst hat bei der Fed, das sehen wir etwa hier bei diesen NFTs, Non-Fungible Tokens, war ja mal der heißeste Scheiß überhaupt. Die sind jetzt praktisch wertlos, war ein Milliardenmarkt, der jetzt mal plötzlich in sich zusammenfällt. Das ist die wundersame Wirkung von Zinsen, wenn also Geld was kostet. Und uns kostet es sehr viel derzeit die Vision von Robert Habeck, das grüne Wirtschaftswunder, also auf das wir schon eine Zeit lang warten, wie andere auf die Wiederauferstehung. Und heute hat Robert Habeck interessanterweise im Economist, im britischen Wirtschaftsblatt, einen Artikel verfasst: Electricity prices in Germany will fall substantially in the coming years. Also Habeck sagt, die Strompreise werden deutlich fallen in den kommenden Jahren. Jetzt wollen wir da mal an Mathematik für Anfänger betreiben. Bis 2050 wird sich der Strombedarf Deutschlands verdoppeln, weil wir ja alles elektrifizieren wollen. Gleichzeitig will man aus der Kohle aussteigen. Gleichzeitig sind wir aus der Atomkraft ausgestiegen. Jetzt haben wir dann nur noch eben, wenn Kohle abgeschafft ist auch, dann haben wir noch Wind, Solar, ein bisschen Biogas, gell? Und dann
eben noch das allerschmutzigste LNG, das schädlicher ist als Kohle für die Umwelt. Also Strombedarf wird sich verdoppeln, wir schalten Energiequellen ab, aber der Strompreis wird dann deutlich nach unten kommen, Robert Habeck. Das ist eine interessante mathematische Begabung, die sich hier ausdrückt. Vielleicht setzt Robert Habeck voraus, dass sich der Klimawandel so radikalisiert, dass auch nachts ständig die Sonne scheint. Anders kann ich mir dieses Gedankengut schon gar nicht mehr erklären. Und hier sehen wir mal die Realität. Industriestrompreis etwa war lange in Deutschland günstiger als in Frankreich, sogar bis 2020 jetzt das Doppelte. Und Robert Habeck bringt es selbst auf den Punkt. Mein Problem ist nicht, so sagt der Roberto, dass Frankreich Kernkraftwerke hat. Meine Sorge ist, dass der Betreiber von Kernkraftwerken günstigere Preise am Markt anbieten kann. Warum kann er das? Nun gut, weil eben diese ganze Geschichte günstiger ist. Erneuerbare sind teuer, weil sie insofern eine komplette Parallelstruktur voraussetzen, ohne die es nicht geht. Das ist genau das Problem. Also es ist durchaus so, dass die Sonne und auch der Wind eine Rechnung schicken, wenn man nämlich das Gesamtbild sich mal anschaut. However, also hier sehen wir, dass eigentlich sich Habeck ja deutlich widerspricht und wie das in den medialen oder in der Medienberichterstattung dann aufgenommen wird, das sehen wir im ZDF. Tatsache ist, Zitat, der Traum von den eigenen vier Wänden ist aus Klimaschutzgründen kaum noch zu vertreten, also praktisch Einzelhäuser. Wir haben ja jetzt dieses Gebäudeenergiegesetz. Das wird in 6 Jahren das einsparen, was China so in 1,5 Tagen allein in die Luft pumpt. Also wir sagen, wir können uns Immobilien nicht mehr leisten. Das ist gar nicht mehr vertretbar aus Klimaschutzgründen. Und China sagt, ihr Deutschen könnt das ja machen, gell? Aber die Inder, die werden Kohlekraftwerke bauen ohne Ende. Die Chinesen bauen Kohlekraftwerke ohne Ende. Ist das gut? Nein, ich finde es auch nicht gut. Aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir die ins Boot holen. Da können wir uns kasteien mit unserem Klimatalibanismus, wie wir wollen. Es wird nichts bringen, es ändert nichts an der Bilanz. Es schadet nur uns, es werden immense Wertigkeiten vernichtet, die Wirtschaft gegen die Wand gefahren und die Leute merken allmählich, dass da etwas schiefläuft, die Wirtschaft nach unten geht. Das grüne Wirtschaftswunder, das uns Olaf Scholz versprochen hat, nicht eintritt. Und umso peinlicher dann, Gasfirma im Bundesbesitz kauft jetzt direkt LNG in Russland. Schauen Sie sich das mal an. Das Habeck-Dilemma, wie mein Kollege getitelt hat. Zweiter Artikel, den ich Ihnen empfehlen will, ist die Deindustrialisierung. Mal an einem aktuellen Beispiel in Düsseldorf. Marcello Fraccherino und andere sagen, oh, Deindustrialisierung passiert ja nicht, gell? Nee, passiert nichts, sehen wir hier, dass sie nicht passiert. Und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, wir sehen, dass die Ukraine in eine zunehmend schlechtere Position kommt. Zelensky war ja jetzt in Washington und geht mit leeren Händen zurück. Er hat da die Situation, dass das für die Ukraine schwierig wird, gerade wenn ein Government Shutdown kommt. Und so sieht es ja aus. Dann wird da kein Nachschub für die Ukraine passieren. Und hier mal ein Stimmungsbild von einem Kollegen von mir, der in Kiew gelebt hat und auch in Moskau gelebt hat und die Dinge sehr gut kennt dort. Der mal ein Stimmungsbild aus der Ukraine. Was ist eigentlich das Problem? Und der sagt, das ist eine unglaubliche Frustration und auch Angst in Kiew derzeit. Oder in der Ukraine insgesamt, also diese 3 Artikelempfehlungen. Und ich wünsche jetzt erstmal ein schönes Wochenende, aber erst nachdem Sie alle 3 Artikel gelesen haben, meine Damen und Herren. Servus, ciao.